Ja, wie schon angekündigt, wollen wir eine Predigtreihe beginnen über den Brief, den Paulus geschrieben hat an die Christen in Galatien, dem sogenannten Galaterbrief. Und ich lese uns die ersten 9 Verse des ersten Kapitels. Dort schreibt Paulus Folgendes: Paulus, Apostel nicht im Auftrag von Menschen und auch nicht durch einen Menschen eingesetzt. Vielmehr wurde ich berufen durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Zusammen mit allen Brüdern und Schwestern, die bei mir sind, schreibe ich an die Gemeinde in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Dadurch hat er uns aus dieser Welt gerettet, die vom Bösen beherrscht wird. So wollte es unser Gott und Vater. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ich wundere mich doch sehr, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Er hat euch doch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die Christus gebracht hat. Und ihr wendet euch einer anderen guten Nachricht zu. Dabei gibt es die gar nicht. Vielmehr führen gewisse Leute euch in die Irre. Sie wollen die gute Nachricht von Jesus Christus ins Gegenteil verkehren. Doch wer immer euch etwas anderes verkündet, als wir verkündet haben, soll verflucht sein. Das gilt auch dann, wenn wir selbst es tun oder gar ein Engel vom Himmel. Wir haben das schon früher gesagt und ich sage es jetzt noch einmal. Wer euch eine andere gute Nachricht verkündet, als die, die ihr bereits angenommen habt, soll verflucht sein. Stellt euch Folgendes vor, vielleicht müsst ihr das gar nicht vorstellen, weil ihr es selber schon mal erlebt habt. Ihr habt einen Freund oder eine Freundin, die ihr wirklich so gerne habt, also jetzt nicht nur eine Bekanntschaft, sondern jemanden, mit dem ihr herzlich verbunden seid. Und ihr merkt so im Laufe der Zeit, dass dieser Freund oder diese Freundin irgendwie langsam abdriftet. Man sieht dem so zu, dass da etwas passiert, was man irgendwie nicht direkt beeinflussen kann. Und man sieht, dass diese Person selber sich in eine Situation bringt, die ihr schadet. Vielleicht habt ihr einen Freund und ihr bemerkt im Laufe der Zeit, dass der immer mehr Alkohol trinkt und eigentlich zu viel trinkt. Jedes Mal, wenn du ihn triffst, dann steht eine Flasche auf dem Tisch. Er ist immer leicht angeheitert und in immer kürzeren Abständen riechst du eine Fahne, wenn du ihm begegnest. Wenn du sein echter Freund bist, dann wirst du das wahrscheinlich nicht einfach nur so hinnehmen, sondern dann wirst du irgendwann das zur Sprache bringen. Und vielleicht wirst du sogar sehr leidenschaftlich mit ihm reden und ihm den Kopf waschen und sagen: Junge, merkst du, was da passiert? Ey, ich glaube, du hast da ein Problem. Du müsstest das mal unbedingt angehen. Oder vielleicht hast du eine gute Freundin, die mit der du dich über alles Mögliche austauschst, du bist so seelenverwandt mit ihr, hast ein gutes Vertrauen zu ihr, aber seit einiger Zeit bemerkst du, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie trifft sich heimlich mit einem fremden Mann, sie erfindet Geschichten und Notlügen, damit ihre Familie davon nichts merkt und du beobachtest, wie eine Trennung immer wahrscheinlicher wird. Wenn du eine gute Freundin bist, wenn du wirklich ein Interesse an ihr hast, wenn du dich um ihr Wohlergehen sorgst, dann wirst du dazu wahrscheinlich nicht schweigen, sondern du wirst irgendwann einmal sie, wie man sagt, auf den Pott setzen und wirst sagen: Mensch, was geht bei dir eigentlich ab? Was ist da eigentlich los? Du betrügst deinen Mann, du setzt alles aufs Spiel, du ruinierst deine Familie. Wach auf, das ist kein Spiel. In solchen Situationen, wo wir mit jemandem unterwegs sind, der ein Verhalten an den Tag legt, das wirklich schädlich ist und den wir aber gerne haben, den wir lieben, für den wir ein Interesse haben, da können wir richtig leidenschaftlich werden. Da können wir richtig innerlich in Fahrt kommen. Da können wir deutliche Worte finden. Ähnlich muss es Paulus gegangen sein, als er mitbekommen hat, was bei den Christen in Galatien so abgeht. Paulus war ja ein Missionar in der frühen Christenheit. Er hatte weite Teile des östlichen Mittelmeerraumes besucht und überall Gemeinden gegründet, auch in Galatien, das ist ein Landstrich in der heutigen Türkei,
Dort war er an verschiedenen Orten gewesen, hatte Gemeinden gegründet und viele Menschen hatten damals angefangen, an Jesus Christus zu glauben. Viele kleine Gemeinden, die auch langsam wuchsen, waren entstanden und sie lebten in großer Freiheit die Gnade Gottes und erlebten auch das Wunder der christlichen Gemeinschaft. Es war so etwas, heute würde man vielleicht sagen, Erweckungsluft war zu spüren. Also Menschen, die wirklich mit dem Herzen glaubten und Befreiung erlebten und Gemeinden, die entstanden. Und der Glaube an Jesus, der breitete sich aus, eine ganz wunderbare Sache. Inzwischen war Paulus weitergezogen, der hatte immer noch was auf dem Plan sozusagen. Und er war aber mit diesen Gemeinden verbunden. Es war nicht so, dass er die einfach hatte, dass er weggegangen war und keinen Kontakt mehr mit ihnen hatte, sondern er hat immer mal wieder einen Mitarbeiter dorthin geschickt oder hat Leute empfangen von dort. Es gab einen regen Austausch von Briefen hin und her, sodass der Paulus wusste, was in diesen Gemeinden geschah. Und weil er diese Menschen so liebte und weil er so ein inneres Interesse an ihnen hatte, deswegen ging ihm das jetzt ganz nah, was er dort von ihnen hörte. Es hatte eine Entwicklung gegeben in der Gemeinde, die ihn extrem beunruhigte. Was war geschehen? Die Gemeinden in Galatien bestanden vor allen Dingen aus sogenannten Heidenchristen, also Menschen, die vorher keine Juden gewesen seien, sondern Römer oder Griechen oder Skythen oder irgendwelche anderen Völker angehörten und die dann zum Glauben an Jesus gekommen waren und die mit einer großen Freiheit den Glauben lebten. Und nun waren zu diesen Gemeinden Judenchristen gekommen. Das waren also Menschen, die vorher Juden gewesen waren oder eigentlich immer noch waren, aber nun an Jesus Christus glaubten. Und die kamen zu diesen sogenannten Heidenchristen oder heidenchristlichen Gemeinden und sagten zu ihnen etwa Folgendes: Wir freuen uns darüber, dass ihr Jesus Christus nachfolgt, so wie wir das auch schon tun. Das ist wirklich stark. Aber wisst ihr, Paulus hat euch nicht alles gesagt, als er damals euch mit dem Glauben an Jesus bekannt gemacht hat. Er hat euch nicht alles gesagt, was man braucht, um ein Christ zu sein und als Christ zu leben. An Jesus glauben, das ist zwar richtig und das ist auch gut, aber ihr müsst darüber hinaus noch das jüdische Gesetz beachten. Wir sind ja Juden, wir richten uns nach dem, was in den fünf Büchern Mose steht, also zum Beispiel Speisegebote und jüdische Festtage und schließlich auch die Beschneidung. Also das Zeichen dafür, dass man zum jüdischen Volk gehört. Und wenn ihr wirklich als Christen leben wollt, dann ist es zwar gut, dass ihr Jesus habt, der ist auch wichtig, den brauchen wir auch, aber es ist auch wichtig, dass ihr diese jüdischen Gebote haltet. Jesus gut, aber er ist eben noch nicht alles. Wenn ihr darauf achtet, da diese Gebote zu halten, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Jesus allein genügt im Grunde genommen nicht. Und das taten sie mit einer großen Selbstverständlichkeit und Überzeugungskraft. Und die Christen in Galatien, die gingen darauf ein. Die fingen auf einmal an, die jüdischen Festtage zu halten. Und Paulus bekommt das mit und er reagiert folgendermaßen, das finden wir hier in Vers 6. Er schreibt, ich wundere mich doch sehr, man müsste eigentlich übersetzen, ich kann es nicht fassen, ich bin entsetzt, das ist eigentlich die bessere Übersetzung, wie schnell ihr euch von Gott abwendet. Wir merken, das geht dem Paulus richtig an die Nieren, was er hier mitbekommt. Der ist auf 180 und im ganzen Brief will er sich im Grunde genommen nicht beruhigen, wir werden uns den ja anschauen, da ist ordentlich Druck auf den Kessel. Er wird leidenschaftlich und sagt, Leute, was ist los mit euch? Merkt ihr nicht, was da abgeht? Wenn ihr so weitermacht, dann wendet ihr euch nicht nur von mir ab, vielleicht mit dem, was ich gesagt habe, sondern sogar von Gott selber. Ihr habt ein echtes Problem, wenn ihr euch so verhaltet. So wie wir manchmal die Krise bekommen können, wenn ein Mensch, den wir lieb haben, einen falschen Weg geht, so ist das auch bei ihm. Er wird leidenschaftlich. Echte Liebe kämpft um den Geliebten. Von außen betrachtet sieht das ja manchmal etwas merkwürdig aus, fast wie religiöser Eifer vielleicht. Aber Leidenschaft gehört zum Glauben auch mit dazu. Die Liebe wird auch leidenschaftlich. Die Liebe kann auch mal auf 180 kommen. Nun ist es ja spannend, warum wird er denn so leidenschaftlich? Warum ärgert er sich denn so? Warum kann er das nicht fassen? Was ist da los? Er sieht,
das Evangelium in Gefahr. Das Evangelium, griechisch die gute Nachricht von Jesus Christus, das Herz, das Zentrum des christlichen Glaubens. Er sagt, wenn ihr euch so verhaltet, dann habt ihr ein Problem nicht mit irgendeinem Randthema, sondern mit dem Zentrum, mit dem Kern des christlichen Glaubens, mit dem Evangelium der guten Nachricht. Was ist denn das Evangelium? Das ist ja schon mal eine spannende Frage, die auch wir uns immer wieder bewusst werden müssen in unserem Glauben, um zu wissen, worin eigentlich der Kern unseres Glaubens, das Zentrum unseres Glaubens besteht. Und interessanterweise wiederholt Paulus das in seinen Briefen, nicht nur hier im Galaterbrief, sondern immer und immer wieder. Er schreibt immer und immer wieder darum, was das Zentrum ist. Und zwar tut er es hier in den ersten Versen, die ich vorhin vorgelesen habe, indem er auf drei Fragen eine Antwort gibt. Erstens, was sind wir Menschen? Und er antwortet darauf, wir Menschen sind hilflos und verloren. Vers 4, er schreibt, dass Gott uns durch Jesus gerettet hat. Das ist der Begriff Rettung. Wir sind verloren und wir brauchen Rettung. Wir Menschen sind ohne Jesus verloren. Und zwar jetzt nicht nur die moralisch Unsauberen oder die kriminell geworden sind oder so, sondern alle Menschen sind verloren. Die Gläubigen wie die Ungläubigen, die Bürgerlichen wie die Alternativen, die Braven wie die Revoluzzer. Alle Menschen sind verloren. Alle Menschen ohne Jesus sind verloren. Wie ein Schiffbrüchiger im Ozean. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal eine größere Seereise gemacht habt, wenn man mal mit einer Fähre so nach Skandinavien fährt oder so und die Fähre legt ab und dann ist man irgendwo mitten auf dem Meer und manchmal steht man da ja so an der Reling und schaut da unten so rein in das dunkle, tiefe Wasser und denkt, wenn ich jetzt darüber kippen würde, ne, dann hätte ich keine Rettung mehr. Dann würde das Schiff würde weiterfahren und es wäre aus mit mir. Kennt ihr diesen Gedanken? Habt ihr den schon mal gehabt, wenn man da so steht? Und Paulus sagt im Grunde genommen, wir sind alle über die Reling gefallen. Wir sind alle, schwimmen alle im Ozean, nur noch für eine kurze Zeit und dann werden wir untergehen. Alle miteinander. Alle Menschen ohne Jesus sind verloren und das Problem, wir können uns nicht selber retten, das ist unmöglich, das ist ausgeschlossen. Wir brauchen im Grunde genommen jemanden, der uns den Rettungsring zuwirft oder noch besser, der sich selber ins Wasser begibt und uns daraus zu retten, der uns da rausholt. Und das ist das Zweite. Was hat Jesus getan? Die Antwort ist, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden geopfert, dahingegeben, wie das hier steht. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Das ist ein wesentlicher Satz des Evangeliums. Das Urteil, das uns hätte treffen müssen, hat er auf sich genommen. Wir müssen nicht mehr büßen, wir müssen nicht mehr bezahlen für unsere Schuld, sondern uns ist vergeben, weil jemand schon alles bezahlt hat. Alles, nicht nur ein Teil. Alles. Vor einiger Zeit waren wir mit Freunden essen und wir hatten einen schönen Abend. Es war wirklich eine schöne Begegnung. Wir haben ausgelassen gegessen und es uns gut gehen lassen. Und dann habe ich die Bedienung gerufen und wollte bezahlen. Was ich nicht mitbekommen hatte, war, dass unser Freund inzwischen auf der Toilette gewesen war. Und er war nicht nur da gewesen, sondern auch beim Kellner und hatte schon alles bezahlt. Und als ich den Kellner rief und sagte, wir wollen gerne zahlen, er sagte, das geht nicht. Und ich sage, warum nicht? Er sagt, ist schon bezahlt. Sogar ein Trinkgeld hat er schon bekommen. Ich konnte nichts mehr zahlen. Ich habe mich dann gefreut und unserem Freund auch gedankt dafür. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Es ist schon alles bezahlt. Jesus hat schon alles bezahlt für uns. Und deswegen ist es unmöglich, selber noch etwas dazuzugeben, weil er alles für uns getan hat. Unsere Schuld ist bezahlt. Und auf die dritte Frage gibt das Evangelium auch eine Antwort, nämlich, was tut Gott? Vers 6 steht hier, Gott hat euch berufen, an der Gnade teilzuhaben, die er in Christus gebracht hat. Das heißt, Gott ist der Handelnde, nicht wir. Nicht wir haben uns zu Christen gemacht, sondern Gott hat es getan. Er hat uns berufen und uns aus Gnaden gerettet und uns beschenkt. Gnade ist immer ein Geschenk, nie eine Leistung. Sie ist
nicht abhängig von meinem Verhalten, sondern es ist etwas, was Gott uns gibt. Also noch einmal zusammengefasst, was ist das Evangelium? Wir sind verloren, ganz und gar, wie im Ozean. Jesus stirbt für uns und zahlt für unsere Schuld. Er hat alles schon bezahlt. Und Gott ist es, der uns beruft und uns aus Gnaden zu seinen Kindern macht. Das ist das Evangelium. Und das ist die wunderbarste, die großartigste, die schönste, die befreiendste Botschaft dieser Welt. Es ist die Botschaft, die diese Welt verändert und die Menschen rettet. Aber, und das ist jetzt interessant, diese Botschaft ist für uns nicht nur schön. Ja, sie ist wunderschön, das wird sie immer sein, aber sie fordert uns auch heraus. Warum? Weil sie zugleich das Ende ist aller Selbsterlösungsbotschaften, aller Versuche, sich selber zu erlösen. Wir begegnen in unserer Gesellschaft überall, an allen möglichen Ecken und Enden, Selbsterlösungsbotschaften. Selbsterlösungsbotschaften. Es gibt tausend Angebote, wie man ein glücklicher Mensch wird, ein befreiter Mensch, ein sorgenfreier Mensch wird. Wir hören es im Gespräch mit unseren Freunden, die sagen, probier doch das und das mal aus, ich mache jenes, das solltest du auch mal machen, dann geht es dir gut. Wir lesen es in Ratgebern und Büchern und Zeitschriften, von denen es ja unendlich viele gibt. Da steht drin, was wir zu tun haben, um glückliche Menschen zu werden. Und in einer subtilen Form finden wir es auch in ganz vielen Büchern und Filmen und Netflix-Serien. Die Botschaft lautet, du musst nur dieses und jenes tun, dann wirst du ein glücklicher, zufriedener Mensch werden. Manche dieser Selbsterlösungsbotschaften sind religiös, damit wollen wir uns gleich noch beschäftigen. In unserer säkularen, weltlichen Gesellschaft, in der Religion kaum eine Rolle spielt, gibt es ganz viele säkulare Selbsterlösungsbotschaften, quasi Religion nennt man das auch manchmal. Oftmals widersprechen sich diese Botschaften, gehen nicht in die gleiche Richtung, sie können manchmal genau das Gegenteil sagen, aber sie fordern uns immer auf, einen Weg zu gehen, der uns am Ende erlöst. Dieses Wort Erlösung, das kennen wir ja in unserem säkularen Sprachgebrauch kaum noch, aber was ist damit gemeint? Ja, es ist der Versuch von uns Menschen, unserem Leben Sinn zu geben, Hoffnung zu geben, Glück zu geben. Das ist die Erlösung. Ich will mal ein paar Beispiele nennen, ohne zu tief darauf einzugehen. Zum Beispiel, dass die Selbsterlösungspaar Konsum und Askese widersprechen sich, aber beides findet sich in unserer Gesellschaft. Ihr kennt das. Die einen sagen, du musst dir was leisten, du musst kaufen, du musst konsumieren. Dann fühlst du dich glücklich und wertvoll. Und die anderen sagen genau das Gegenteil. Sie sagen, du musst den ganzen Konsum hinter dir lassen, du musst einen einfachen Weg gehen, du lerne Verzicht, dann wirst du glücklich. Verzichte auf Fleisch und Autos und Reisen und dann wirst du glücklich. Oder das Selbsterlösungspaar Anstrengung und Wellness, habe ich es mal genannt. Die einen sagen, treibe Sport, trainiere deinen Körper, geh aufs Ganze, überwinde deinen inneren Schweinehund, das musst du immer wieder tun. Oh, das ist ein gutes Gefühl, das gibt dir was, das macht dich glücklich. Und die anderen sagen, na, du musst das genau das Gegenteil, du musst entspannen, du musst genießen, du musst Wellness machen. Dann. Oder die einen sagen, lebe, du musst unbedingt einen Partner finden. Wenn du nicht einen Partner hast, auf den du dich einlassen kannst, wenn du nicht das Glück einer Familie erlebst, dann kannst du nicht glücklich werden. Und die anderen sagen genau das Gegenteil, mach dein eigenes Ding, kümmere dich nicht darum, was die Leute sagen, verwirkliche dich selbst, finde deinen eigenen Weg, dann wirst du glücklich. Ihr merkt schon, es gibt ganz unterschiedliche Selbsterlösungsbotschaften. Aber, und das ist bei ihnen überall vorhanden, es kommt immer auf dich an. Wenn du es schaffst, so und so zu leben, dann kannst du glücklich sein. Und wenn du das nicht schaffst, ja, dann bist du selber schuld. Das Evangelium von Jesus Christus ist ganz anders. Es sagt, das,
worauf es wirklich in unserem Leben ankommt, das kannst du nicht selber machen. Das hat jemand anderes schon für dich getan. Das ist das Evangelium im Kern. Das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben, um glücklich zu werden, um ein erfülltes Leben zu bekommen, kannst du nicht selber machen. Das hat jemand für dich getan. Und so ist die gute Nachricht, das Evangelium, keine Aufforderung, etwas zu tun, sondern es ist die Nachricht darüber, dass jemand etwas für dich getan hat. Das Verwirrende ist aber, dass auch die christliche Botschaft zu einer Selbsterlösungsbotschaft umgedeutet werden kann, wenn sie eben nicht richtig verstanden wird. Und das geschieht immer dann, wenn ich etwas dazu tue. Das kleine Wort und. Wisst ihr, die Judaisten, die dann nach Galatien gekommen waren, die haben ja nicht Jesus abgelehnt. Die haben nicht gesagt, Jesus braucht ihr nicht. Das wäre ja einfach gewesen. Nein, sie haben gesagt, Jesus ist gut, aber da ist noch was anderes. Die Gnade Gottes ist gut, aber ihr müsst auch noch selber etwas tun. Und zwar forderten sie, eben das jüdische Ritualgesetz einzuhalten, wenn man wirklich Erlösung erfahren will. Nur, und deswegen ist Paulus hier so scharf, er sagt, wenn es nicht nur um Jesus geht, sondern Jesus und um Erlösung zu bekommen, dann ist das keine gute Nachricht mehr, sagt er. Dann ist das kein Evangelium mehr, sondern dann ist das am Ende doch nur eine Selbsterlösungsbotschaft. Nun, das Problem mit den Judaisten, also die Aufforderung, das jüdische Zeremonialgesetz oder Ritualgesetz zu halten, das findet sich kaum noch bei uns. Aber das Prinzip dahinter, das ist durchaus in der Christenheit immer wieder der Fall gewesen und ist auch noch heute der Fall. Dieses Prinzip Jesus und. Ich möchte einmal drei Gefahren für, ich sage es einmal, ein falsches Evangelium aufzeigen. Und ich wähle dazu einmal drei Schlagworte. Ich weiß, das ist jetzt ganz grob und verallgemeinernd. Man kann das durchaus nochmal differenzieren, muss man sicherlich auch. Und sicherlich finden sich diese Aspekte auch in unterschiedlichen konfessionellen Zusammenhängen. Das will ich auch sagen, nicht nur begrenzt auf eine besondere Form von Frömmigkeit oder Kirche. Aber ich möchte sie trotzdem einmal nennen, um es etwas plastisch zu machen. Als erstes, und das verwundert euch vielleicht, gibt es ein, ich nenne es einmal evangelikal, also unsere Glaubensrichtung, ein evangelikal verfälschtes Evangelium. Und ich möchte es einmal erklären, ganz persönlich. Selber ja bin in einer Freikirche aufgewachsen, ihr wisst es, und ich bin unendlich dankbar für all das, was ich durch diese Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, an Evangelium auch erfahren habe und erlebt habe. Es hat mein Leben unendlich geprägt und auch gut geprägt, das möchte ich sagen. Und trotzdem ist mir etwas aufgefallen. Ich hatte in meinem Glauben als junger Mann eine merkwürdige und auch gefährliche Drift, so will ich es einmal sagen. Ich war davon überzeugt, dass die Qualität meines Glaubens mit meiner Entschiedenheit zu tun hat. Also ich war davon überzeugt, ich wollte ein wirklich entschiedenes Christenleben führen und nicht so wie die Leute, die ich sonst noch so kannte. Ich wollte ganze Sache machen, ich wollte mit ganzem Einsatz für Gott da sein und ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass ich die anderen wegen ihrer Lauheit auch ein bisschen verachtet habe, weil ich dachte, ich schaffe das. Ich kriege das hin, genau so zu leben, wie es eigentlich richtig sein sollte. Und Gott wird sicherlich auch ein bisschen stolz auf mich sein, wenn er dann sieht, dass ich das wirklich mit ganzem Herzen will und auch mit Entschlossenheit und Entschiedenheit. Und was macht man in so einem Fall? Ja, man fängt an, Theologie zu studieren, das habe ich auch getan, ihr wisst es, auf St. Krishona, auf diesem heiligen Berg. Mit vielen anderen Heiligen wollte ich dort auch meine Heiligkeit vollenden. Und mein Start, der war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Am Anfang ging das noch relativ gut. Ich war stolz darauf, ein Krishona-Bruder zu sein. Und dann trat allerdings irgendwann die Ernüchterung ein. Ich wollte ein vollkommenes, heiliges Leben führen in meinen Gedanken, in meinen Beziehungen, in meinen Finanzen, dem Staat gegenüber und so weiter.
Aber je mehr ich das versuchte, mit aller Entschlossenheit und Entschiedenheit, musste ich zugeben, dass ich das gar nicht schaffe. Dass ich mir das zwar vornehme, aber dass ich es nicht hinbekomme. Und das hat mir dann gezeigt, schmerzhaft, das war eine schmerzhafte Erfahrung, dass nicht meine Entschiedenheit mich rettet, sondern die Gnade Gottes. Das war in gewisser Weise ein Weg der Selbsterlösung, den ich da gegangen war. Ein sehr frommer und sehr christlicher Weg, andere haben auch applaudiert, aber es war nicht der Weg des Evangeliums, weil ich mich am Ende doch auf das verlassen habe, was ich getan habe oder tun wollte und nicht auf das, was Jesus getan hat. Aber als ich das begriff, als Gott es mir gezeigt hat, da wurde mein Leben wieder froh. Ich war vorher unter einer unheimlichen Anspannung auch, unter einem Stress, einem schlechten Gewissen. Aber als ich merkte, dass es die Gnade ist, die mich rettet und nicht meine Entschiedenheit, dass alles schon für mich getan ist, da wurde mein Leben wieder froh. Ich bin unendlich dankbar dafür. Das zweite will ich einmal das liberal verfälschte Evangelium nennen. Also in eher liberal geprägten Kirchen hört man sehr häufig eine andere Selbsterlösungsbotschaft. Nicht das, was ich da versucht hatte, das lehnt man ab als Frömmelei, sondern man sagt, im Kern ist das doch Christsein, doch ein guter Mensch zu sein. Also setz dich ein für Gerechtigkeit, für Frieden, für Bewahrung der Schöpfung, dann bist du ein guter Christ und Gott wird zufrieden mit dir sein. Nicht die Gnade, nicht die Vergebung, nicht die Annahme steht im Zentrum, sondern die christliche Ethik. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, und viele tun das dann auch und kommen zu dem Schluss, dass man eigentlich Jesus gar nicht so richtig braucht, sondern es gibt doch in allen Religionen und Weltanschauungen Leute, die sich für das Gute einsetzen. Und darauf kommt es doch eigentlich an. Und dann braucht man am Ende Jesus tatsächlich nicht mehr. Oder drittens das gesetzlich verfälschte Evangelium. Andere Gemeinden sprechen zwar auch von Jesus, aber Jesus allein genügt dort auch nicht. Man muss noch viele andere Dinge beachten, um ein guter Christ zu sein, einen bestimmten Kleidungsstil zum Beispiel, was man tragen darf und was man nicht tragen darf und zu welchem Anlassen man was und wie tragen kann. Der Verzicht auf Medien, Fernsehen, Internet, Kino, der Verzicht auf Alkohol, auf Tattoos oder irgendetwas anderes, was als Kennzeichen für ein echtes Christsein genannt wird. Wenn man nur diese Regeln beachtet, dann kann es einem gelingen. Wenn man sie nicht beachtet, ist die Erlösung nicht wirklich da. Aber auch das sind im Grunde genommen Selbsterlösungsbotschaften. Ein Jesus und. Nun hat Paulus hier ein ziemlich hartes Urteil darüber, euch ist es sicherlich auch aufgefallen, wie denn das ist mit dem verfälschten Evangelium. Er schreibt hier Vers 8, doch wer immer euch etwas anderes verkündet, als wir verkündet haben, soll verflucht sein. Und dann sagt er es, also wenn es auch ein Apostel ist oder wenn das auch sogar ein Engel vom Himmel ist, der da kommt und euch was anderes erzählt, er sei verflucht. Anathema steht hier im Griechischen, der steht unter einem Bann. Das kennen wir aus dem Alten Testament, dass manchmal der Bann ausgesprochen wurde, der Fluch ausgesprochen wurde. Wie ist das zu verstehen? Das sind ja harte Worte. Nun, man kann es und man muss es sicherlich auch endzeitlich verstehen, dass man sagt, also jemand, der euch etwas anderes lehrt, der wird einmal für Gott davor zur Rechenschaft gezogen werden, für dieses falsche Verhalten. Ja, das ist wohl wahr. Aber natürlich hat dieses Wort auch eine lebenspraktische Bedeutung. Denn jede Form von Selbsterlösungsbotschaft führt eben nicht zu einem Leben der Freiheit, zur Freude und zum Frieden. Das, was wir uns eigentlich wünschen, weil es eben unmöglich ist, über diesen Weg sich selber zu erlösen. Man wird zwar zwischendurch kleine Erfolge vielleicht haben, wenn man das eine oder andere so schafft, aber man kommt nie am Ziel an. Das ist das Problem. Und so bleiben am Ende Frustration, Selbstanklage, Zwang und Unfreiheit
diese anderen Wege, diese Selbsterlösungsbotschaften, die führen einem nicht zum Ziel. Und deswegen sind sie eben ein Fluch für uns Menschen. Sie scheinen zwar attraktiv zu sein und wir haben vielleicht auch kurzfristige Erfolge, aber am Ende ist es ein verfluchter Weg, wenn ich einmal so sagen, weil er uns nicht zur Freiheit führt. Drei persönliche Fragen zum Schluss. Hast du das Evangelium von Jesus Christus schon begriffen, angefasst, angenommen? Vielleicht bist du im Moment auf dem Weg zum christlichen Glauben, du näherst dich dem Glauben, du interessierst dich dafür, du fragst nach, was ist das eigentlich, was bedeutet das, Christ zu sein, was muss man dafür machen, werde ich manchmal gefragt, was muss ich tun, was muss ich machen? Es ist absolut notwendig zu verstehen, dass das Evangelium nichts ist, was wir machen müssen, sondern was jemand für uns getan hat, ein unverdientes Geschenk. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir dieses Geschenk annehmen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und vielleicht ist heute dieser Tag, an dem du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich habe das gesehen, dass ich das selber nicht schaffe, dass ich diese anderen Wege gegangen bin und das nicht zum Ziel geführt hat. Ich brauche deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung. Ich brauche das Evangelium. Dann nimm diese Botschaft an und sage, danke, Herr Jesus. Danke, dass ich das persönlich annehmen darf, für mein Leben annehmen darf, was du für mich getan hast. Die zweite Frage, wo schleicht sich bei dir etwas neben das Evangelium ein? Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber der Glaube ist für dich nicht so richtig befreiend und erlösend. Du stehst immer noch unter einem Druck und unter irgendeinem Zwang. Du hast immer das Gefühl, dass es im Grunde genommen nicht ausreicht, das, was du da tust. Du stellst dir immer die Frage, habe ich denn jetzt eigentlich genug getan und muss ich eigentlich da noch ein bisschen mehr machen? Habe ich wirklich alles getan, was notwendig ist? Wenn es dir so geht, dann kann es sein, dass neben dem Evangelium von Jesus Christus noch etwas anderes sich eingeschlichen hat. Dieses Jesus und. Und das ist nun eine echte Gefahr für unseren Glauben, weil sie uns am Ende die Freiheit und die Freude nimmt. Die Reformatoren haben gesagt, sola gratia, solus Christus, allein die Gnade, allein Christus. Und sie haben das so mit einer gewissen Radikalität auch vertreten. Sie haben gesagt, allein die Gnade rettet uns, allein der Glaube, das Vertrauen in die Güte Gottes, allein das, was Jesus getan hat, rettet uns. Und wir brauchen das immer wieder, diesen Blick auf das Evangelium, auf das Allein, weil wenn wir die anderen Dinge, wenn wir uns davon abhängig machen, dann gehen wir letztlich einen Weg der Selbsterlösung. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dich ganz und gar auf Jesus zu verlassen. Und das Dritte, wo soll die Gnade, dieses unverdiente Geschenk, neu meine Seele heilen? Wir haben ja einen Heiland, der uns heil macht in Jesus. Das Evangelium hat eine unendliche Kraft. Es verändert uns von innen her. Ich erzählte ja vorhin mein Erlebnis als Student auf Krishona und ich muss sagen, dass ich dort diese Kraft des Evangeliums, die Kraft der Gnade ganz neu erfahren habe. Es gab damals dieses Lied »Allein deine Gnade genügt«, das war so in den 90er Jahren kam das auf und das habe ich wirklich mit dem Herzen gesungen, weil ich merkte, da ist Kraft da, meine wunde Seele auch zu heilen. Da ist die Möglichkeit da, wirklich gesund zu werden. Und wo möchtest du dich neu der Gnade Gottes anvertrauen? Wir feiern immer wieder das Abendmahl, heute auch. Und nirgendwo wird die Gnade Gottes ja so sichtbar wie im Abendmahl. Diese Zusage Gottes über unserem Leben, dir ist vergeben.
Vielleicht wirst du heute das Abendmahl feiern und deine wunde Seele zu Jesus bringen und ihm sagen, Herr, ich habe mich so abgerackert, ich habe so viel getan und ich bin doch nicht am Ende angekommen. Danke dafür, dass du alles für mich getan hast. Deine Gnade soll neu mein Leben verändern und prägen. Deine wunde Seele zu Jesus bringen, an das Kreuz bringen und ihm sagen, danke, dass du alles für mich getan hast. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke dafür, dass du in Jesus Christus alles für uns getan hast. Dass diese Botschaft ist so großartig, dass wir sie kaum begreifen können, dass in uns sich immer wieder was sperrt und wir das gar nicht fassen können. Wir wollen immer noch selber was bezahlen, aber deine Gnade ist so groß, dass sie alles bezahlt hat. Danke dafür. Wir danken dir dafür, dass diese Gnade unser Leben reich macht, uns verändert, uns glücklich macht, uns Hoffnung gibt und Freude. Und wir sagen dir Danke dafür. Danke, dass du alles getan hast in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.